Ich bin Theodor Wonja Michael mit vollem Namen. Geboren am 15. Januar 1925 in Berlin. So, damit glaube ich, bin ich schon am Ende. Ich bin Jermaine Raffington. In meiner Jugend wurde ich oft damit konfrontiert, dass mir Leute abgesprochen haben, deutsch zu sein, nur aufgrund meiner Hautfarbe. Das hat mich neugierig gemacht und ich bin auf eine Reise gegangen, um herauszufinden, warum diese Denkweise in vielen Teilen der Gesellschaft noch immer besteht. Ich habe schwarze Deutsche getroffen, mich mit ihnen über ihr Leben in Deutschland unterhalten und erfahren, was deutsche Identität für sie bedeutet. In Köln treffe ich NS-Zeit-Überlebenden Theodor Wonja Michael, der mir als erstes erzählt, was es mit dem Bild seiner Eltern auf seiner Biografie auf sich hat. Sie waren auf dem Standesamt. Vor allen Dingen, herrlich, man muss sich das mal vorstellen. Es ist das Bild eines gutbürgerlichen Ehepaars. Nicht? Nur, dass der Mann schwarz ist. Nicht? Aber interessant ist, dass die geheiratet haben, Moment, ich suche das Datum hier, der 16. November 1915, also mitten im Krieg. Es ist möglich, dass mein Vater schon vor 1915 hat versucht, meine Mutter zu heiraten. Nur damals brauchte man einen Heimatschein. Und jetzt kommt dieser Schwarze und diese Frau kommen aufs Standesamt. Meine Mutter, selbstverständlich, kann den Heimatschein vorlegen, aber mein Vater... Kann der einen Heimatschein vorlegen? Es gibt doch sowas, gibt es doch gar nicht in den Kolonien. Nicht? Ja, dann können wir die Heirat nicht schließen. Hintergrund sind natürlich rassistische Gründe. Nur 1915 konnte man keinen mehr vorlegen. Also wurde die Ehe geschlossen. Also schon in der Weimarer Republik war eine Anti-Strömung gegenüber dunkelhäutigen Menschen vorhanden. Nicht? Die Gesellschaft reagierte ablehnend insofern, als ja Schwarz immer noch fremd war und irgendwie verdächtigt, irgendwie ungewollt. Also sagen wir es anders. Ich nenne das immer die Baströckchenzeit. Also ein Schwarzer hat eigentlich mit dem Bastrock rumzulaufen. Und nicht mit dem Anzug. Ein weiterer absurder Teil der Zeit, in der Theo aufwuchs, waren die Völkerschauen. In diesen wurden Menschen ausgestellt. Und auch Theo war nach dem Tod seiner Mutter ein Teil dieser durch Europa ziehenden Schauen. Sind Sie da auch im Bild? Ja. Oder? Na, schätzen Sie mal. Na, wahrscheinlich hier. Ja. Ja? Es gibt ja Bilder über die Völkerschau und... Da wurden Hütten aufgebaut, die afrikanisch sein sollten. Und dann lief man in exotischen Kleidern herum. Man spielte Afrika. Gab es schwarze Personen, zu denen Sie aufgeschaut haben? Ja, das war Jesse Owens. Ja, ich konnte sehr gut laufen und wollte eigentlich so sein wie er, nicht? Und er war so ein Vorbild für mich. Ich habe ihn ja laufen sehen in Berlin, nicht? Ich konnte mit meiner Schulklasse ins Stadion gehen, ins Olympiastadion, und sah ihn laufen. Ich weiß nicht mehr, welches war, ob es der 100 Meter Vorlauf war oder weiß ich nicht mehr, bloß er lief hervorragend und war für mich eben ein Beispiel dafür, was schwarze Menschen können. He takes his new honors modestly as he smiles and awaits his chance to win new laurels for his homeland. Wenn wir Sportkämpfe hatten und die gegnerischen Parteien sagten immer, bringt euren Jesse Owens nicht mit. Also ich war ja in vielen Schulklassen, aber es war nie eine feindlich gesinnte Stimmung vorhanden, nie. Sie veränderte sich allerdings, als die Nazis an der Macht waren und man nicht das Gleiche machte, das alle anderen machten, nämlich in das Jungvolk der Hitlerjugend zu gehen. Nicht? Da wurde ich ja verwiesen. Übrigens spielt das eine große Rolle für mich,
dass ich damals rausgeschmissen wurde. Das hat nämlich dazu geführt, dass ich nicht in die Hitlerjugend gegangen bin. Und die Hitlerjugend wurde damals zu meiner Zeit überführt in die SS zumeist. Wie hätte ich mich verhalten? Ich hätte mich doch nicht anders verhalten als die anderen. Und es wäre doch gewesen, dass ich an Verbrechen hätte teilnehmen können. Das geht mir manchmal durch den Kopf und es ist also so, dass mir vieles erspart worden ist. Nach der Stalingrad-Katastrophe wurde ja der totale Krieg erklärt und alles, was noch laufen konnte, wurde eingezogen und ich wurde gemustert und fiel erneut durch das Sieb. Man konnte sich keinen Soldaten vorstellen, der so aussieht wie ich. Und dadurch musste ich in Rüstungsbetrieb und kam dann ins Fremdarbeiterlager, nicht? Also theoretisch könnte man flüchten da. Bloß, wohin flüchtet man? Und wenn man aufgegriffen wird, kommt man ins KZ. Und wo flüchtet man mit so einem Gesicht hin? Theo zeigt mir seinen Fremdenpass. Ein bizarres Dokument aus seiner Jugend. Während ich diesen in den Händen halte, wird mir bewusst, wie absurd ein Aufwachsen im Regime der Nazis für ihn gewesen sein muss. Gestalt klein. Ich war klein. Gesicht rund. Ich war klein und mickrig. Selbst in der Zeit, als Fremdarbeiter, musste ich eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Wirklich? Also bei den Nazis, das ist ja dieses, die sind sowas von verworren, ja, in ihrer Gesetzgebung und in ihren Ansichten. Ja. Deshalb sind ja die heutigen Nazis noch immer so bekloppt. Ne? Es ist eine Ironie der Geschichte, dass es letztendlich Theos Hautfarbe war, die ihn vor Schlimmerem im Zweiten Weltkrieg bewahrte. Trotz seiner minderwertigen Rollen in diversen Nazi-Propagandafilmen, unter anderem in dem Film Graf von Münchhausen, entwickelte er die Liebe zum Schauspiel, die ihn schließlich auf die Bühnen der deutschen Theater führte. Außerdem stand er im Dienst des Bundesnachrichtendienstes, war Journalist und politischer Berater. Machst du eine Pause? Was ist denn das? Kannst du noch? Ja, noch kann ich. Durch unser Gespräch wurde mir klar, dass Theo trotz der widrigen Umstände in seinem Leben eine Person ist, dessen Charme, Humor und Intellekt mich zutiefst beeindruckte. Rassismus in Deutschland. Was muss Ihrer Meinung nach passieren? Das Bild in den Köpfen der Deutschen, in Deutschland allgemein, muss man wahrhaben, dass Deutschland ein Zusammenschluss vieler, vieler Menschen ist und kein Volk in dem Sinne. Dieser völkische Gedanke dominiert noch immer in Deutschland. Nicht? Deutsch versteht man immer als Volk. Und Deutschsein ist kein Volk. Wenn man aus Friesland nach Oberbayern kommt, kommt man in ein fremdes Land und man versteht die Sprache nicht. Die Angst vor dem Fremden war immer da. Sie ist ja bis heute da. Es ist ja gar nicht weg. Ist ja immer noch vorhanden. Du bist nicht anders, du wirst anders gesehen. Das ist nämlich der Unterschied. Das ist ja das Gefährliche daran, nicht? Dass man selber dann sich so betrachtet, wie die anderen einen betrachten. Und es gibt keinen dunkelhäutigen Menschen, der da ohne Verwundungen und Narben davonkommt. Deutsch und Schwarz, schließt sich das aus? Nein. Kann sich gar nicht ausschließen. Deutsch und Schwarz war schon, als es deutsche Kolonien gab. Von da ab war Deutsch auch in Afrika. Und Deutsch sein, Schwarz sein ist klar. Ich sehe schwarz aus. Ja, aber was steckt unter dieser Haut?
das ist doch die Sache. Und Hautfarbe ist doch eine rein äußerliche Geschichte. Ich bin Theodor Wonja Michael. Ich bin Afrodeutsch.